Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs oder Revenant Kingdom. Das letzte Mal haben wir den bösen, barbarischen Herrscher der Melanzane-Ebene in die Schranken gewiesen und ja, und das durch eine ziemlich coole Militär, irgendwas ganz Stranges, ein seltsames Kampfkonzept, was mir aber enorm gefallen hat, ist glaube ich beim letzten Mal nicht so ganz rausgekommen, aber nur, dass ihr es wisst, wir haben es geschafft. Alles klar, Evan. Merk dir besser gut, was du während der Schlacht gelernt hast. Verstanden. Vielen Dank euch allen. Oh, Befehligung von Truppen. Du kannst über das Hauptmenü auf das Truppenmenü zugreifen. Dort kannst du Details zu deinen Einheiten ansehen und Einheiten wählen. Oh, ja, und das ist tatsächlich, wie letztes Mal spekuliert, der Truppenbildschirm hier. Die Ausdauer von denen scheint nicht allzu gut zu sein, aber gut, wir haben nur die, also nutzen wir sie besser. Wir haben kratziges Fell erbeutet, Kupfererz. Und eine ganz neue Ebene hier, voller Monster jetzt. Aber gut, wir haben auch einen Reisepunkt erlangt. Und wir kommen nicht hier in das Wasser. Wir brauchen irgendwann mal irgendwas, ein Wasser- und ein Luftfahrzeug. Ich wollte nur mal kurz schauen, ob wir... Ach sehen, wir haben immer noch 13 Kampfpunkte. Ich frage mich, was die Kampfpunkte levelt. Überblicksplateau, Schotterruinen... Wir müssen dort vorne hin, aber... kämpfen wir mal gegen ein, zwei Gegner hier. Schauen wir, dass wir uns da oben die Kiste holen. Mampfster. Schauen wir mal, wie hardcore die Gegner hier drauf sind. Ich meine... Die sind vom Level her so ziemlich genau das, wo wir gerade dran sind. Ja. Nicht schwer, aber jetzt auch nicht einfach nur durchrennen. Das gefällt mir. Also, ja, wir sind ja jetzt, das waren Level 15 Gegner oder so und wir sind jetzt knapp drunter, also, ja. Finde ich gut. Ah, Wubbly. Ich mag euch Wubblys eigentlich nicht, aber... Aber gut, wir werden euch wahrscheinlich gleich platt machen, wenn wir uns hier die Kiste geholt haben. Was ist das? Läuterungsglöckchen, was ist das? Falsch. Inventar, Läuterungsglöckchen. Handglocke für heilige Gebete. Befreit einen Freund von seinem Fluch. Das ist ja cool. Schildchinchilla. Ja, machen wir den auch noch. Und dann holen wir uns das Ei, also dieses Funkelteil da drin. Oh Gott, das sind viele Gegner. Einfach mal... Oh, einfach mal probieren, wollte ich sagen. Was? Nein, hier. Oh. Alter, was hat Soran gerade da gemacht? Der hat so seinen Hammer geile Moves gemacht. Toll. Vielleicht sollte ich... Ich würde wirklich gerne, ist mir gerade aufgefallen vor dem Kampf, dass wir vielleicht zum Beispiel Shanti und Soran regelmäßig wechseln, damit beide ein bisschen aufleveln können. Ich weiß nur nicht, ob... ob es nicht besser wäre, sich auf einen von beiden zu fokussieren. Da oben ist übrigens irgendwas ganz Großes. Sieht man, das kommt jetzt auf uns zu. Das wird aber auch hier nicht angezeigt als irgendwas Spezielles. Da oben auf dem Überblicksplateau. Naja, gut. Ich würde sagen, wir... kommen sicher noch dazu, uns hier mal umzuschauen. Aber im Moment würde ich wirklich gerne mit der Hauptquest ein bisschen weitermachen.
Wir können uns ja umschauen. Also umschauen, halt hier alles erkunden. Ist wahrscheinlich besser gesagt. Wenn wir mal in der Hauptquest leveltechnisch nicht so ganz auf... Was ist jetzt los? Wir wurden irgendwie ultra gebufft. Alter, Roland glüht, als wäre irgendwie die Sonne. Okay. Also was auch immer das war, es hat mir gefallen. Aber gut, willkommen in unserer neuen Heimat, der Melanzan-Ebene, oder? Nach dieser kleinen kurzen Detour. Wir sind da. Das ist die Melanzan-Ebene. Wow. Was für eine Landschaft. Yeah. Ja, es weht auch ein guter Wind hier. Golly. Hier beginnt es. Unser Königreich. Puh, endlich, alle Zelte stehen. Ich bin total geschlaucht. Wir gewöhnen uns besser nicht zu sehr an diese Zelte. Ich möchte so bald wie möglich zur nächsten Phase übergehen. Und dafür brauchen wir Rohstoffe. Ist es jetzt wirklich Age of Empires, wie ich letztes Mal kurz nur angemerkt habe? Ja, insbesondere brauchen wir Baumaterialien. Das ist wirklich Age of Empires. Ganz genau. Wir müssen uns eine Quelle für hochwertiges Bauholz erschließen. Ei, auf der anderen Seite der Ebene liegt Nürs Wald. Dort gibt es große, starke Bäume in Hülle und Fülle. Rodung und Kahlschlag, sage ich. Oi! Krieg dich wieder ein, Boss. Glaubst du wirklich, dass Nür einfach tatenlos zusehen wird, wie wir seinen Wald abholzen? Ach, deswegen nennt man ihn Nürswald. Weil er Nür gehört. Sehr einfallsreich. Yes. Nür ist der älteste der Waldlinge, die in den Wäldern jenseits von hier das Sagen haben. Dann sprechen wir eben zuerst mit ihm. Ha, mach dir mal nicht so viele Hoffnungen, mein Junge. Nür ist ein legendärer Geizkragen. Bei dem läuft ohne Geld gar nichts. Wenn du bei dem so mir nichts, dir nichts aufschlägst und brav um eine Spende Holz bittest, kommt der 3 Tage nicht mehr aus dem Lachen raus. Von der Spende hat ja keiner was gesagt. Wir werden mit ihm schon zum Geschäft kommen. Hoho, na da bin ich mal gespannt. Wart's ab. Gehen wir nie erstmal einen Besuch abstatten. Der Herr des Waldes macht dich auf zu Nürs Wald. Es gibt neue Einträge und Kommentare ins Mechbook. Von Ylva, dem wir das letzte Mal vertrieben haben. Ich hab verloren, das werdet ihr noch bereuen. Hört ihr, nächstes Mal kriege ich euch. Shanti, langsam kapiere ich, wie Mechbook funktioniert. Natürlich voller Rechtschreibfehler. Hoffentlich ist mein Bild diesmal besser geworden als vorher. Vorher mit F. Ah, es tut weh in meinen Augen. Wir haben alle gemeinsam die Zelte aufgestellt. Jetzt haben wir uns wirklich eine Pause verdient. Pierre, ich wusste gar nicht, dass du auch ein Mechbook hast. Sag mal, hast du das Schreiben vom Boss gelernt? Ja, aber warum... Oh Gott, die Liebe, das Schnaps-Schnuss Sporra Magna. Aus Nürs Wald. Jungs, was sagt ihr zu diesem Schlafzimmerblick? Mit ihren Sporen produziert sie ständig neue kleine Pilzmonster. Ich glaube, das hier ist der Boss des nächsten
Ist es Carlos? Monster Shooter ist Monster Shooter. Carlos schaut aus wie Carlos. Egal. Okay, gut, wir haben jetzt hier scheinbar so eine kleine eigene Siedlung. Neuland betitelt. Wie passend. Ich bin sicher nicht der Einzige, der denkt, dass das Leben im Zeltlager so einiges zu wünschen übrig lässt. Lass uns so bald wie möglich mit Nür sprechen. Ja, aber doch nicht allzu bald. Ja. Yeah. Den alten Mir kennen bei den Luftpiraten fast jeder. Er ist ein furchtbarer Geizhals, aber er lässt mit sich reden. Tidy! Sobald der irgendwas sagt, haut's mich weg von Lachen. Das ist ja ein tolles Fleckchen Erde hier. Gefällt mir immer besser. War doch schon eine Spitzenidee, dass wir hergekommen sind. Ja, absolut spitze. Ich habe immer noch keine allzu vernünftige Stimme für den, aber egal. Hey, Pierre Carlos, ihr habt uns ja gut geholfen bei der Übernahme letztes Mal. Nach einer ordentlichen Prügelei habe ich immer einen Wahnsinnshunger. Dann friss was. Ha! Was für ein schönes Fleckchen Erde hier. Und der Händler natürlich, oder die Händlerin in dem Fall. Come to do some shopping, eh? Ja, warum haben die eigentlich einen britischen Akzent? Gut, in der Welt ist es wahrscheinlich egal. Okay, wir haben Erbsen und Pfeilmöhren. Okay, also. Plättierhammer. Der ist gut. Gut, dann. U480 ist aber teuer. Aber gut, der hat jetzt wahrscheinlich neuen Shit für alle. Gut, aber wir haben genug Gold, um jeden zumindest mit ein bisschen geilen Shit auszurüsten. Dass jeder zumindest ein wenig geilen Kack bekommt. Und zwar das natürlich, wo ich am meisten verbessern kann. Und wir sind quasi out of money. Also gut, wir haben noch über 1000, aber trotzdem. Jagdbogen, Wächterbogen. Ja gut, das ist gar nicht so gut. Ja gut, wir sollten aber ja auch, wir müssen jetzt aber auch nicht alles jetzt erneuern. Erstmal schauen wir, dass wir... What else can I do for you? I'll be seeing you again then. Gut, ich meine, ich könnte das bei der verkaufen, also. Naja. Hoffentlich lässt uns diese Räubergesindel jetzt endlich in Frieden. Diese Landratten sind ja ganz schön nachtragend. Ganz anders als wir Luftpiraten. Ja, ganz anders. Ich erinnere dich nur mal, dass du uns vor noch ein paar Folgen umbringen wolltest. Weil wir einfach nur irgendwo hinlaufen wollten. Also Soran, naja. Ich will ja nichts sagen. Aber ich sag trotzdem was. Gut, ich bin jetzt gespannt, wo wir auf der Melanzane-Ebene aufgeschlagen sind, wo Pyrs Wald ist und vor allen Dingen, wann ich endlich es schaffe, auf Anhieb, das ist ja ein bisschen ein Weg. Ja gut, dann würde ich sagen, werden wir vielleicht heute doch nochmal eher in die Richtung uns ein bisschen umschauen und Stuff erkunden. Idealerweise ohne allzu viel zu kämpfen, weil ich will hauptsächlich den Loot, der da hinten noch ist, weil... Gut, wir kommen dann vielleicht doch nochmal hin, aber... Und wenn wir stärker sind, sind die auch alle, wie wir letztes Mal gelernt haben am Anfang der Folge, sind die alle blau. Also im wahrsten Sinne des Wortes sind dann so blau, dass sie uns nicht mehr angreifen. Come on! Aber gut, immerhin können wir durch die noch einigermaßen vernünftig aufleveln. Oh, und wir sind Level gestiegen. Angriff auf der Luft. Achso, jetzt wollte ich Shanty angreifen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Diese sieht nur so von der... vom Ausschauen her gar nicht so unähnlich aus wie einer dieser Feen. Will ich nur mal gesagt haben. Also soll es nichts Böses heißen, aber... Mampfster, das sind alles halt Gegner, die wir schon kennen. Ich würde wirklich gerne, wenn... schauen, dass wir Gegner besiegen, die wir noch nicht kennen.
Oder alternativ, dass wir geilen Loot davon bekommen. Wie gesagt, war nicht das erste Mal. Ich würde sagen, wir gehen hier so gegen den Uhrzeigersinn. Ah, gegen den kommen wir nicht schnell genug weg, aber naja. Oh, Plasma-Skelette. Die haben wir am Anfang zuhauf gehabt. Für jeder zweite Gegner war am Anfang ein Plasma-Skelett, aber inzwischen... Ich sollte auch mehr mit... mehr mit Blocken arbeiten. Make yourselves useful. Ja gut, das war ein bisschen spät, aber... ich denke mir vielleicht diese Aktionen mit den Gnuffis, dass die die aufleveln lässt. Aber ich glaube eher, dass die Gnuffis ein statisches Level haben. Wir haben länger keinen Gnuffi mehr gefunden. Aber gut, es gibt... es gibt 99, glaube ich, und wir haben schon 4 oder 5. Also, ich meine, ich hoffe ja doch, dass das Spiel nicht nur 50 Parts für das Let's Play hier lang sein wird. Weil es gefällt mir bis dazu sehr gut, also. Und so an die Level 100er Grenze etwa, werden wir mit unseren Charakteren wahrscheinlich schon kommen. Au! Gott, ihr Penner! Was? Nein! Achso, der ist schon tot. Ich dachte gerade schon, warum greift Roland nicht endlich den scheiß Vogel an? Achso, dann es geht noch weiter. So. Er scheint, die verlieren ein bisschen viel Leben. Aber das ist nicht, weil sie so häufig getroffen wird, sondern weil sie einfach so noch relativ wenig Leben hat, weil ihr Level halt noch so low ist. Hier sind halt keine neuen Gegner, aber nur noch alte, die wir auch noch... wobei, es sind halt alte Gegner mit ein bisschen neueren... wer zuerst? Der Wobbly. Es sind halt Gegner... oh, you ready for this? Wobblies. Ich mag euch Wobblies nicht. Ah, gut. Ich sage immer, ich mag die Bubblies nicht, weil sie so unter Anführungszeichen schwer sind oder mich so häufig treffen. Aber im Endeffekt sind sie eine der leichteren Gegner. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich sie auch deswegen nicht, weil sie zu easy sind. Okay, da vorne gibt's vielleicht noch was hinter dem Felsen hier. Ja, wir kommen da garantiert nochmal immer hoch, überall, aber... wie gesagt, dafür brauchen wir entweder irgendwie Kontrolle über eins von ihren Luftschiffen. Vielleicht können wir für uns mit Pyrs Hol... Nürs, ich will Pyr sagen, aus irgendeinem Grund... oh, eine Perle. Nürs Wald, vielleicht gibt er genug Holz her, um uns so ein Fliegeding zu basteln. Das wäre zumindest ganz cool. So, und was ist jetzt hier die Perle? Leichte LP-Erholung aller Freunde. Oh, davon werden wir garantiert noch viele, viele finden. Weil es ist halt nur eine leichte Erholung, aber auf alle. Das heißt, wenn alle so halbes Leben oder so haben, in einem Bosskampf, der nicht ultra easy war wie die bisherigen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so doof, die Perle zu benutzen. Okay, hier scheint nichts anderes zu sein. Da oben kommen wir nicht hin. Oh, Schlummerhöhle. Schlummerhöhle hört sich böse an. Vor allen Dingen, weil wir lange nicht gespeichert haben. Und wenn hier nur ein Bosskampf drin... was? Ist wieder dasselbe wie die Enggrotte. Wo nichts drinnen ist, außer ein oder zwei Items. Aber Moment, hier ist irgendwer. Nein, hier ist ein... ein Ding, ein...
Aus dem Obelisken ertönt eine Stimme. Ich bilde mir ein, ich habe neulich irgendwo einen Obelisken gesehen und den nicht getriggert. Okay, was willst du? Bring mir diese, na du weißt schon, eine Wolle mit einer hübschen metallischen Farbe. Naturwolle ist aber nicht metallische Farbe. Wir können ja mal eine opfern. Ja, wir haben 5, eine reicht schon. Ich glaube zwar nicht, dass das richtig ist, aber... Antwortet nicht. Scheint nicht, ja, okay. Das heißt, wir haben scheinbar, was auch immer er will, noch nicht von uns. Bei uns, nicht von uns. Aber gut. Gut zu wissen. Also es scheint immer so kleine Einbuchtungen zu geben. Und dort gibt es scheinbar immer Goodies. In dem Fall halt nur Obelisken. Und damit halt, wenn wir das Richtige dabei haben, auch einen Gnuffi. You ready for this? Machen gut Schaden. Habe ich gesagt, die Kämpfe hier sind eher schwierig oder sagen wir mal nicht schwierig, aber halt vernünftig fordernd. Nö, sind sie nicht. 3 Blätterkraut kriegen wir, okay, das ist ein bisschen wenig dafür, dass wir hier hingekommen sind. Aber gut, vielleicht ist es auch so gedacht, dass das Spiel mich jetzt am Anfang mit Items überhäuft und später brauchen wir die Items dann, dass wir überhaupt weiterkommen. Watch your backs! Gewonnen, so will ich das sehen. Die Kanone kommt irgendwie gefühlt immer als erste Prompt. Vielleicht hat sie die kürzeste Zeit, bis sie halt verfügbar ist, aber... Okay, also hier hinten... Hier... Wieder der falsche Screen. Also hier hinten war definitiv nichts außer der Höhle. Schotterruinen, ja... Ich würde wirklich gerne nicht gegen jeden hier kämpfen, aber gefühlt muss ich das. This will be over in no time. Ja, aber genau deswegen ist es dann doch nicht so ätzend. Oh, wir haben wieder Special Power. Wo kommt die her? Hin und wieder bekommen wir diese Spezialfähigkeit, wo ich nichts dafür tue. Es kommt auf einmal so. Vielleicht ist das unser lieber Wächter, der uns hilft, aber... eigentlich kann ich es mir nicht anders erklären, also... Wir werden dir weglaufen. Dir vielleicht auch... Nein, aber nicht. Nur nicht von hinten erwischt werden, das ist... ein bisschen blöd, wenn man die ersten paar Sekunden nicht kämpfen kann. Denk mal schon, wo ist das letzte Vieh jetzt, aber... Ja, ich liebe diesen Soundtrack, wenn man gewinnt. Ich meine, vielleicht werde ich irgendwann dem überdrüssig sein, aber... momentan ist es noch cool. Hier waren wir schon. Auf der Ebene. Nur da hinten waren wir nicht. Und da oben ist halt dieses Vieh, wo ich noch nicht weiß, was das für ein Vieh ist. Das ist vielleicht so was Ähnliches wie der Drache, der noch nicht so wirklich geil ist. Das war vielleicht gerade eine verschwendete
Eine kleine Verschwendung, aber... Schlimm ist jetzt auch nicht, vor allen Dingen. Wenn unser Schwert jetzt am Ende des Kampfes schon wieder auf 77% war. Also eigentlich könnte ich, glaube ich, jeden Kampf, jede Spezialattacke machen und wäre trotzdem immer voll aufgeladen gefühlt. Es war Level 22, oder? Chimäre. Und hier ist aber Level 17. Ja gut, vielleicht ist es doch noch nicht ganz so weise, hierher zu gehen. Oh, da hinten ist noch so eine Fahne. Ja, das Überblicksplateau hier. Vielleicht sollten wir da wirklich noch ein bisschen warten, bis wir etwas stärker sind, dass wir da durchrushen können, unter Anführungszeichen. Gehen wir direkt nochmal zu Neuland in unmittelbarer Nähe, ja? Weil, ist das schon wieder so ein Militärding wie beim letzten Mal? Ich meine, es wäre nicht schlimm, aber... Oh, da hinten ist aber wieder so eine Chimäre. Es ist die Frage... Hi there! Oh. Now listen here. Jederzeit deine Truppen zusammenrufen und einen Einsatz starten. Chinchillas im Anmarsch. Truppenlevel 3. Sind wir Truppenlevel 3? Ja, sind wir. Okay. Wobei, Problem ist, die Folge geht schon relativ lange. Okay, wir machen Folgendes. Wir gehen erst zu Nürswald. Und wenn wir zurückkommen, hoffe ich, dass das immer noch da ist. Und wir entsprechend den Auftrag immer noch haben. Weil ich möchte zur Klimax dieser Folge, zum Höhepunkt, einmal versuchen, wie es ist hier. Weil das hier ist eine Level 14 Chimäre nämlich. What the fuck? Das ist unser erster, in Anführungszeichen, großer Gegner. Level 40 Chimäre. Okay. Knuffis. Ready for strike. Nein. Make yourself. Auf dem Untergrund ist es schwer zu sehen. Okay. Ja. So absolut schwer war das jetzt nicht. Also ich glaube, ich hätte die Level 22 Chimäre auch irgendwie noch down gekriegt, aber... Ja. Wir verpissen uns mal aus diesem groben Gebiet. Wie ist denn schon wieder falsche. Die Melanzane-Ebene. Ja, eigentlich müssen wir eh so in die Richtung, wo wir jetzt hinschauen. Das ist ein relativ weiter Weg. Aber gut. Auf dem Weg werden wir wahrscheinlich noch einige Monster platt machen, aber das wird das letzte für diese Folge sein. Watch your backs! Die Klimax mit der Chimäre waren bei weitem nicht so klimatisch, wie ich mir gedacht habe. Bisschen spät ausgewichen, aber nein. Tendenziell bekommen wir eh immer mehr oder weniger genug Heilung. Ich muss mich bis jetzt, außer in dem einen Kampf am Anfang der letzten Folge gegen den starken Typen, nicht einmal... Oh, wir haben viel Ausrüstung durch den Kampf gerade bekommen. Ja, ich drücke immer das Falsche, weil es halt so... Optionen fühlt sich eher so an, als wäre das dieser Screen. Und das
das Touchpad fühlt sich eher so an, als wäre es die Karte. Zumindest in meinem Verständnis von Stuff. Nö. Ich glaube, es war hier Rüstung oder so. Nee. Schuhe. Ring. Was war's denn? Hier. Feuertalisman und Windtalisman. Aber gut, das ist eh nicht allzu wichtig. Wir haben einen Hammer für Soran bekommen, das weiß ich noch. Was ist der schlechteste? Ja, Idee am Anfang. Stattdem nehmen wir hier. Na gut, ist eigentlich schlechter. Okay, shit. Wir haben Stuff bekommen, der aber schlechter ist. Schauen wir mal kurz, ob dort hinten diese Chimäre irgendwie ein stärkerer Gegner ist. Dann mache ich die heute noch platt. Ne, Level 14. Naja. Gut, dort hinten. Ja, dort hinten ist, glaube ich, eh nicht mehr allzu viel. Ja, vor allen Dingen hier müssen wir weiter. Dort hinten ist... Wobei, dort hinten schaut es aus, als wäre irgendwas. Ja, aber gut, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich parke, unter Anführungszeichen, mal jetzt hier in der Nähe von der Chimäre. Aber wie die leicht sein wird, wie wir die einfach wegputzen, werden wir beim nächsten Mal sehen. Bei Let's Play Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Und bis dahin sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Monstercamp für die Folge, obwohl wir nicht in einem Dungeon sind. Aber gut, nächstes Mal werden wir hoffentlich dann schon Nürs, ich will immer Pür sagen, warum auch immer. Nürswald werden wir beim nächsten Mal hoffentlich schon sehen. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.